Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Beim letzten Mal haben wir es endlich mal geschafft, die Chest freizuschalten. Es war ja auch irgendwie schon eine ganze lange Zeit ein bisschen notwendig, um vielleicht mal irgendwie ein kleines bisschen weiterzukommen. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen mal. Ich muss ganz kurz schauen, wie viele Challenges fehlen uns eigentlich aktuell noch. Wir haben eine insgesamt nicht freigeschaltet. Es ist ausgerechnet die 11. Die wir als nächstes vielleicht ganz gut gebrauchen könnten, um bei den Challenges noch ein bisschen weiterzukommen. Ich möchte die durchaus der Reihenfolge nachmachen. Deshalb die 11. sollte freigeschaltet werden. Wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig in Erinnerung habe, hat das tatsächlich irgendwas damit zu tun, dass wir mit bestimmten Charakteren irgendwas Besonderes schaffen müssen. Unter anderem die Chest, die wir bis jetzt ja noch gar nicht geschafft haben. Deshalb würde ich sagen, wir gehen einfach mal los. Und zum Beispiel mit dem guten Isaac, der ja inzwischen den D6 hat, der war allerdings schon in der Chest, nein, in der Chest natürlich nicht, aber bei seinem Double, bei Isaac im Himmel. Das lohnt sich also nicht unbedingt. Maggie war da auch schon. Kane war da noch nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal mit Kane los und gucken mal, sodass wir, wenn wir dann zumindest zu Isaac kommen und Isaac umbraten können, dass wir dann zumindest etwas Neues geschafft haben und nicht quasi überhaupt nichts Neues passiert ist. Das wäre ja ein bisschen unschön sonst. Boom. So, es gibt direkt eine Bombe, es gibt direkt ein paar Münzen, das ist doch wunderschön. Oh, das sind viele dreckige Spinnenviecher. Ich würde gerne erstmal diese komischen weißen Dinger kaputt machen, weil da halt auch Spinnen rauskommen und die bewegen sich nicht. Und die kann ich klein halten erstmal, dann passiert da nämlich erstmal nichts mit. So, was mache ich jetzt mit den komischen... Alter, könnt ihr mal aufhören damit, das ist ja fürchterlich. Das ist ja ganz, ganz schlimm. So, eine weniger. Vorsicht. Da links, rechts. Ich vertausche schon links und rechts. So früh morgens ist es noch. So früh morgens ist es eigentlich gar nichts. Blödsinn. Dass ich nicht weiß, wo ich hin... Oh, das ist der Dr. Fötus. Der gefällt mir. Den nehme ich gerne. Oh, wenig Reichweite für. Das fängt direkt gut an. Sir Kane ist bereit zu neuen Schandtaten. Oh, guck mal, da kriegen wir direkt noch ein bisschen Geld. Also ein bisschen, ne? Das ist eine ganze Menge Geld. Oh, guck mal, ein... Oh, shit, das war nicht so schön. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, ich habe den Lucky Toe freigeschaltet. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht, weil ich einige von diesen komischen Typen gekillt habe. Ganz genau weiß ich es nicht. Wie heißen die denn? Shopkeepern will ich nicht sagen, weil das ist ja kein Shop hier. Ihr wisst schon, was ich meine. Von den komischen Typen, die hier so rumsitzen. Und der Meinung sind, hey, ich bin kein Item. Ich gebe dir nichts. So, kaboom. Und nochmal. Kaboom. Gehen wir da mal rein. Hab's ja gerade. 40 Münzen auf dem ersten Stockwerk. Ich meine, zugegeben, wir sind... wir sind in einem großen Stockwerk, oder? Ich glaube, wir sind in einem großen Stockwerk. Da ist das natürlich ein bisschen weniger impressive, aber trotzdem krass eigentlich. Flup. Oh. Die fliegt natürlich einfach da drüber. Das hätte ich mir auch denken können. Da war noch ein... Genau. Noch eine Münze. Kein Geheimraum da oben. Schade eigentlich. Da unten wahrscheinlich auch nicht. Da. In diese Richtung. Nö. Auch da nicht. Ich könnte ein bisschen Reichweite gerade gebrauchen. Oh, oh. Ich hasse sie. Ah, eine Orbitfliege. Und eine Spinne. Die sind zusammen so richtig schön schwierig vorherzusehen. Was ist das denn? Das ist wie ein Glas Wasser. Collectiers. Okay. Und dann tue ich was damit? Ich werde das gleich einfach mal benutzen und gucken, was passiert, glaube ich. Wir werden es ja sehen. Kann ich ja auch echt auf jedem Stockwerk noch die Geheimräume suchen? Ist natürlich auf der einen Seite ganz cool, auf der anderen Seite... Naja, nimmt das halt eine Menge Zeit in Anspruch. Ja, was war das denn da gerade? Da, Hilfe! Geh weg! Stirb! Mist! Spinne! Danke. Da ist noch eine. So, machen wir das da aber auch noch kaputt. Da können nämlich auch noch Münzen drin sein. So, ich glaube, ich möchte da mal rein. Oh,
Das hätte ich mir sparen können. Also gut, naja, es kann auch was hier drin sein. Also sparen können ist vielleicht falsch. Das könnte immer noch gut ausgehen hier. Da, nein, tut es aber nicht. Da. Nicht mich umbringen. So. War trotzdem nicht so gut. Habe ich ein halbes Leben verloren. Oh, aber das kriegen wir hin. Die Frage ist, wie kriege ich das hin? Wie möchte ich das überhaupt hinkriegen? Ach, Moment. Genau, erstmal die Pötte vielleicht. Wobei, eigentlich sollte ich die vielleicht eher nachher kaputt machen, weil da Spinnen drin sein könnten. Dann hätte ich mehr Platz gehabt. Aber auf sowas achten wir ja nicht. Da. Wir sind ja nicht so clever. Also ihr seid vielleicht so clever, ich bin halt nicht so clever. Aber das solltet ihr inzwischen ja wissen. Ein Fool und die High Priestess. Na super. Ich könnte... Oh, Moment, da oben war ein blauer Stein. Stein? Hallo? In die Richtung, bitte. Ja, nehme ich mal mit. Ich sollte diese Tierdose jetzt mal ausbrühen, weil da unten sind ja noch... Moment, so. Zack. Da unten sind ja noch Batterien. Das heißt, wenn die tatsächlich etwas wirklich Sinnvolles macht, dann kann ich mir da noch eine neue Aufladung von holen. Was ja ganz cool wäre eigentlich. Danke, dass du direkt explodiert bist. Mist. Ja, ich guck da mal rein. Oh, die Maske. Guck mal. Ich bin, oh shit. Wie mache ich das denn jetzt? So. Da. So einen Raum hatte ich auch noch nicht, aber das ist sehr cool. Muss man halt schnell weglaufen dann. Aber hier gibt es nicht mal einen Geheimraum. Ich kann hier nirgends wirklich sinnvoll dieses Glasdingen ausprobieren, sodass sich das wirklich lohnt. Naja, die finden wir gleich schon was. Wir haben auch den Shop noch gar nicht gefunden. Sollte man vielleicht auch anmerken. So. Oh, sind ja noch Gegner. Hier sind ja noch Gegner, wollte ich sagen. Und sprenge einen. Oh shit. Nee, ich will nicht. Geht alle weg da hinten. Komm. Sterbt. Das war eine große. Also die da ist eine große. Ah. Oh. Nee. Ich habe zu wenig Reichweite für meine Bomben hier. Ha. Erwischt. Ha. Sie ist direkt reingelaufen. Perfekt. Ich habe immer noch nicht... Ich muss dieses Glas jetzt mal benutzen. Komm. Okay, es tut sowas. Das ist shit. Das ist eine rote Spinne da, wa? Au. Au, 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 au. Hilfe. Sie ist auch noch ein Champion. Das heißt, sie hält eine Menge aus. Stirb. Schneller. Oh, ich habe tatsächlich genug Ist das hier? Oh, jedes Mal, wenn ich schieße, kriege ich davon eine Aufladung. Das ist ja cool. Eigentlich. Kann man das ja ständig benutzen. Ich meine, es macht wahrscheinlich kaum Schaden, aber... Also wenn man denn damit mal trifft, macht es wahrscheinlich kaum Schaden, sagen wir mal so. Geheimraum? Nein. Gucken wir hier mal rein. Ist das da unten? Ist, glaube ich, mehr Kartenplatz, oder? Egal, komm, wir nehmen das mal mit. Kriegen wir ja auch noch eine Karte für. Und jetzt kann ich die wieder wechseln, ne? Genau so funktioniert das. Und wisst ihr was? Ich schieb mal dieses Ding hier voll. Das ging aber flott. Ja, ist zwar nicht viel, aber hey. Eine Bombe und einen Schlüssel nehme ich auch noch mit. Komm, wir haben es ja. So, und den Rest hebe ich mir für den nächsten... Für den nächsten Shop auf. Ja, hier ist echt alles voller Spinnen gerade, ne? Das ist ja schlimm. Widerlich. Ha. So. Machen wir das. Und ja. Das macht echt nur so viel Schaden wie ganz normale Tränen, ne? Das ist schon nicht gut, dieses komische Glas-Dingen. Egal, das gehört jetzt in meine Collection. Das ist ganz schön, immerhin. Oh, da ist der Geheimraum. Den wollte ich sowieso noch suchen. Oh, cool. Da wäre auch ein halbes Herz gewesen, hätte ich es nicht im Shop gekauft. Aber hey, ich habe es halt im Shop gekauft. Der Hermit und Two of Hearts. Ja, ich glaube, ich mache das mal so. Mit Two of Hearts und der Sonne. Schön. Schön Leben mitnehmen, weil davon habe ich nicht so viel. Das könnte ich jetzt gebrauchen. Irgendwie HP-Ups oder so. Egal, gucken wir mal, was der Boss so kann. Es ist Pin. Ach, es sind ja auch mehrere erstmal. Wenn wir schon dabei sind. Ha, erwischt. Mistvieh.
Kaboom. Und nochmal. Au. Ich treffe den vor allem nicht, ne? Das ist irgendwie doof. Zack. Und zack. Wir müssen aufpassen, weil ich immer... Meine Bomben prallen immer so an dem ab. Uah. So und so und... Ah, shit. So hat es nicht funktioniert. So auch nicht. Ich treffe den so schlecht. Also in den Phasen treffe ich den immer prima, aber sonst halt nicht so. Ha! Und ein HP ab. Genau das, was ich noch brauche. Mehr HP ab. Es ist die Widow. Das geht, glaube ich, ganz gut. Also ich treffe die halt nicht. Aber aktuell trifft sie mich zum Glück auch erstmal nicht, zumindest. Und die Spinnen von ihr kriege ich halt relativ schnell tot mit einer Bombe. Da muss ich halt treffen für, aber sonst geht das. Hilfe. Ah. Ah. Stirb. Da. Das hätte auch schief gehen können gerade. Nein, das wollte ich nicht. So wollte ich das. Au, haben eigentlich. Shit. Da spiele ich gerade ein kleines bisschen doof. Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Wir werden auch, shit, mehr Spinnen gerade. Das ist nicht so schön. So, da hinten war noch irgendwo ein halbes Herz. Das kann ich mir zumindest holen. Ein Wirecode-Hänger. Und ich gehe erstmal hier rein. Oh. Hm. Nö, danke. Man kann dieses Ding scheinbar auch nicht sprechen. Die Engelsstatuen scheint man sprechen zu können, aber nicht... Na? Aber scheinbar nicht die... Teufelsstatuen. Das geht scheinbar nicht. Nein, ich dachte, die spawnen einfach, aber das scheine ich mir auch vertan zu haben. Also auch Bomben, die ich selber lege, müssen nicht, also die spawnen nicht, wenn ich den Raum wechsle. Was war das denn jetzt? Ach so, das ist der komische Curse, ja. Richtig, da war was. Komischer Curse. Bitte erstmal den da oben, dass der nicht mehr zu mir hinchargt. So, schön die Dinger kaputt machen alle. Oh, das wollte ich natürlich nicht. Ha, da ist schon ein Geheimraum. Oder auch nicht. Da, au, 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 au. Laufen wir mal so, damit die mich nicht treffen. Eieiei, das war ja finster gerade. Es war halt so unerwartet, auch in einen Raum reinzukommen, der jetzt nicht der Geheimraum war. Moment, wo bin ich denn? Hier bin ich. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Machen wir das mal gerade. Nein, nicht ins Feuer da oben. Das könnt ihr euch sparen. Das will ich so nicht. Oh nein! Shit, jetzt komme ich da nicht mehr dran. Das war blöd. Das habe ich doof gemanagt. Da. Moment, hier müsste doch dann auch der Geheimraum sein. Ne? Gehen wir so da rein. Oh, toll. Geld. 3 Münzen. Zu viel gleich. Springen wir den auch noch in die Luft. Warum ist denn das nach da unten nicht auf? So, nur aber. Da. So. Die Dinger sprengen wir uns doch einfach so hier hin, dass wir sie aufnehmen können. Da hinten möchte ich eigentlich auch noch hin. Flup. Also da oben rein. Da brauche ich aber... lässt noch ein Herz. Was haben wir denn da? Ich sehe eine Karte. Es ist eine Tour of Clubs. Ja, komm. Whatever. Nehmen wir die mal gerade. Haben wir 6 Bomben. Ich brauche die Bomben ja eigentlich sowieso nicht. Streng genommen. So. Oh. Okay. Kann ich mich da reinspringen? Tatsächlich. Ha! Ich bin im Challenge-Raum. Habe nichts dafür getan. Oh, ich dachte nicht, dass die mit einer Bombe sterben. Aber gut, von mir aus sterben die auch mit einer Bombe. Ein bisschen Angst. Und manche Gegner können hier drin sehr, sehr böse sein für den armen Doc-Fötus. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ein bisschen zumindest. Da. Oder man sprengt sich einfach selbst in die Luft. Das geht natürlich auch. Nee. Mist. Kaboom.
Ja, okay, es war, es hat gereicht. Ja, funktioniert doch super. Oh, das ist nicht so. Böse Spinnen. Sterbt. Und hier? Eine richtig lohnende Chest. Ach nö, nicht so ein Typ schon wieder. Die halten auch eine Menge aus, ne? Muss man ja mal so sagen. Flupp. Ich glaube, wenn man wirklich viel Schaden macht mit seinen Tränen, dann kann das gar nicht so schlecht sein mit dem komischen Glas da. Aber sonst ist das einfach ziemlich schlecht. Also eher nutzlos. Ich meine, ich habe sowieso kein anderes Spacebar-Item, deswegen ist das egal. Ich nenne es vor allem immer noch Spacebar-Item, auch wenn ich das Aua-Shit gar nicht mehr mit meinem Spacebar benutze. Mistvieh, ne? Unglaublich sowas. Ist ja mich gefressen oder zumindest angefressen. Da ganz oben könnte theoretisch der Geheimraumraum. Geheimraumraum, nicht der Geheimgeheimraum, sondern der Geheimraumraum. Snizzle, ey, es ist echt zu früh. So früh ist es doch eigentlich gar nicht mehr, das geht doch. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd und verwirrt. Kann auch sein. Machen wir es mal so. Peng. Haha. Oh, wen haben wir denn da? Slow Effect. Immerhin. Ich sehe wieder aus wie ein Sir. Warum ist meine Maske eigentlich weg? Gehört das so? Habe ich die vielleicht versehentlich weggesprengt oder so? Das kann natürlich sein. Ich müsste mal ganz schnell da oben hin. Damit die eben gerade sowas nicht tun. Shit. Jetzt ist es ein dummes, brennendes Viech. Die sind immer schneller und halten mehr aus. Das gefällt mir nicht. Können wir mal einen davon irgendwie treffen? Manche Bomben sind jetzt irgendwie weiß. Ha, erwischt. Das war übrigens gerade wieder eine weiße Bombe. Oh shit, eine weiße Bombe. Au, das habe ich blöd gemacht. Das habe ich ziemlich blöd gemacht, um genau zu sein. Bringen wir vielleicht erstmal die Dinger weg, damit da nichts mehr passieren kann in die Richtung. Oder in der Richtung. So, dann einmal. Gab es hier nicht irgendwo. Wo hat denn das Leben hier? Aber lag doch noch irgendwo Leben rum. Ach, das ist da ganz unten. Nee, dann gehe ich erstmal weiter. Dann gehe ich jetzt erstmal hier rein. Oh, das ist nicht so schön. Komm. Kaboom. War nicht das, was ich wollte, aber immerhin. Oh shit. Immerhin wollte ich sagen. Schande. Das ist nicht so schön gerade. Die sind nämlich schnell und machen viel Schaden, wenn sie mich denn treffen. Wenn sie mich denn treffen. Oh shit. Oh shit. Also die machen ja irgendwie ein volles Herzschaden, das ist das Problem. Oh crap. Oh crap. Oh crap. Sie kommen. Sie kommen. So, einer weniger. Oh shit. Eieieiei. Ich guck mal kurz in den. Ja, muss ich mir erstmal merken, was? Ich nehme jetzt auch mal. Die Two of Hearts hat mir nur ein. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Nehme den Magician noch mit, damit ich vor allem auch die Sonne nicht zufällig benutze oder versehentlich. Und dann gehen wir erstmal hier unten. Da. Vorsichtig. Das eine Herz noch holen. Dann haben wir nämlich wieder alles. Sind wir wieder voll. Ich dachte eigentlich, der die Two of Hearts wird mir jetzt zwei oder wenigstens eineinhalb wiedergeben. Halt die Hälfte von dem, was ich insgesamt haben kann. Kann ich die. Nee, kann ich nicht, ne? Die kriege ich, oder? Kriege ich die vielleicht so da raus? Das geht, irgendwie geht das. Man kann das irgendwie da so komisch rausbuggen, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Wahrscheinlich eher nicht so. Nee, komm, ist egal. Wo bin ich jetzt gelandet? Na egal, gehen wir erstmal in den Shop.